Hey Freunde, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und zwar werden wir heute über Photoshop reden. Adobe hatte jetzt Anfang der Woche eine, ja, auch so eine Konferenz, wie man es von Apple oder Google oder Microsoft kennt, wo sie im Endeffekt neue Produkte vorstellen oder eben auch neue Updates für ihre Produkte, neue Funktionen und so weiter und so fort. Und eins von diesen Neuerungen war, und das war ja auch schon letztes Jahr, als das neue iPad Pro kam, ein Versprechen von Adobe, dass sie Photoshop aufs iPad bringen, und zwar vollwertiges Photoshop, kein Photoshop Express oder was auch immer, Photoshop. So wie Lightroom im Endeffekt ein vollwertiges Programm ist fürs iPad, haben sie jetzt auch Photoshop rausgebracht. Und das Ganze ist im App Store verfügbar, kann man auch ganz normal downloaden, kostenlos. Man kann es auch 30 Tage testen, da gibt es eine 30 Tage Testversion. Und danach braucht man ein Adobe Cloud-Konto, also Creative Cloud-Konto. Wer so eins hat, hat sowieso das dann praktisch von vornherein mit drin. Wer noch keins hat, der muss hier natürlich eins machen. Und es gibt da verschiedene Blöcke, Optionen und so weiter. Ich möchte jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen. Aber wichtig ist zu wissen, es ist im kleinsten Abo, was es gibt. Das ist das Foto-Abo. Da ist es mit dabei. Da ist dann praktisch Lightroom mit dabei, Photoshop mit dabei und eben auch Photoshop fürs iPad. Es gibt auch eine Einzelanwendungsgeschichte, wo man nur eine Anwendung hat, aber ich weiß nicht genau, wie viel es kostet. Ich blende euch hier am besten mal was ein, wo das dann nochmal in die Übersicht drinsteht, was Adobe anbietet. Aber ich möchte im Endeffekt einfach auf eine Sache oder eigentlich auf zwei Sachen eingehen. Also zum einen, ich möchte euch einmal kurz Adobe Photoshop auf dem iPad zeigen. Dazu habe ich das iPad wieder aufgenommen und dann könnt ihr da reinschauen. Allerdings sage ich gleich mal vorweg, ich bin überhaupt kein Photoshop-Experte. Also ich habe das nicht so wirklich drauf. Ich will es immer mal können, aber mir fehlt einfach die Zeit, mich da wirklich mit zu befassen. Es ist einfach, ja, ihr wisst selber, wenn ihr irgendwie noch keine Photoshop-Experten seid, wie schwierig ist es am Anfang da reinzukommen. Aber ich öffne es trotzdem einfach mal und wir schauen uns das Ganze mal an auf dem iPad. Also, ihr seht schon, ich habe hier iPad auf meinem Homescreen. Das kann ich jetzt ganz einfach mal öffnen. Diese Oberfläche, wie ihr sie hier seht, die kennt ihr wahrscheinlich sogar schon, wenn ihr irgendein Adobe-Programm schon mal ausprobiert habt. Ich mache es jetzt einfach so, anstatt irgendwas groß zu öffnen, mache ich hier einfach mal diese interaktive Photoshop-Tour, weil ich denke mal, das ist eigentlich am sinnvollsten, weil da mal kurz erklärt wird, was man auch alles machen kann. Und auf dieser Oberfläche sieht man jetzt eigentlich schon, dass sich das ziemlich stark einem Photoshop oder einem Adobe-Programm oder Lightroom eigentlich ähnelt. Und hier sehen wir eigentlich im Endeffekt schon genau, jetzt machen wir einfach mal weiter. Speichern und teilen. Ihre Arbeit wird automatisch gespeichert, ist über die Cloud-Dokumente zugänglich. Exportieren Sie in verschiedene Formate. Das ist natürlich auch Standard. Jetzt fängt es eigentlich schon an. Kompakte Ebenenansicht. Hier sieht man im Endeffekt, dass sich hier ganz normal, wie man das in Photoshop kennt, dass sich hier eben Ebenen befinden. Und mit denen kann man entsprechend arbeiten. Die ganzen werden eben kompakt in so Halbkreisen gekennzeichnet. Und man kann die eben hier mit diesem Augensymbol, kann man die einblenden, ausblenden, man kann neue hinzufügen. Genau, dann gibt es hier weitere Optionen, zeigen Sie mehr Aktionen, zum Beispiel Gruppierung oder Sperrung von Ebenen, genau. Detaillierte Ebenenansicht ist natürlich dann entsprechend die Ebenenansicht, wie man sie jetzt zum Beispiel aus Photoshop dann weiterhin kennt. Dann gibt es eben das Bedienfeld, Eigenschaften, da kann man dann entsprechend Deckkraft und so weiter verändern. Und jetzt springt das schon rüber auf die linke Seite, wo man die ganzen Werkzeuge hat. Hier ist zum Beispiel das berühmte Lasso-Werkzeug, mit dem man jetzt zum Beispiel Sachen ausschneiden kann. Hier wird dann erklärt, wie man diese im Prinzip verwendet, dass man eben da entsprechende Optionen auf diesen ganzen Werkzeugen hat. Dann wird nochmal gezeigt, wie man das Ganze jetzt auf dem Bild anwendet. So, und da kann man jetzt noch eigene Bilder hinzufügen, Farben kann man verändern, Gesten und Shortcuts, klar, die gibt es natürlich immer. Und das war jetzt eigentlich auch schon diese interaktive Tour. Wie gesagt, ich bin halt kein Profi in Photoshop, aber man sieht schon, man kann hier auf jeden Fall was draus machen. Also ich bin jetzt hier gerade in diesem Lasso-Werkzeug drin. Das wollen wir jetzt natürlich mal nicht. Aber man sieht auf jeden Fall, man kann hier einiges machen. Man kann zum Beispiel, man kann hier Text natürlich einfügen, wie man das jetzt auch irgendwie kennt von Photoshop. Den kann man natürlich auch, ich kann mal irgendwas anderes hinschreiben. Man kann was ausfüllen. Also es gibt wirklich, wie man das, genau, wenn ich jetzt hier zurückgehe, dann sehe ich eben hier, habe ich mein Dokument oder mein Bild, was ich gerade bearbeite. Also ich möchte
eigentlich nur darauf eingehen, dass man Photoshop jetzt auf dem iPad hat. Also das möchte ich eigentlich nur eine Info raushauen. Im Endeffekt ist es nur ein Infovideo, was ich euch jetzt hier gebe. Wie gesagt, ich kann euch da jetzt kein Tutorial oder so zeigen, weil ich einfach ja kein Photoshop-Experte bin, wie ihr gerade gesehen habt. Ich kenne mich nicht wirklich gut aus mit Photoshop, aber vielleicht schaffe ich es irgendwann mal und kann euch da mal was zeigen. Dennoch finde ich es einfach cool, dass es jetzt diese App fürs iPad gibt. Und das zeigt auch mal wieder, wie wichtig das iPad mittlerweile geworden ist für eben die Hersteller, auch von also Programmierer und so weiter und auch Apple. Ich meine, ihr dürft es nicht vergessen, ich arbeite hier immer noch mit meinem wunderbaren 329 €, 349 € iPad, wobei das jetzt ein bisschen teurer war, weil es Cellular ist, aber prinzipiell ist es die Version, die günstigste Version. Und ich habe hier, wie ihr sehen könnt, Photoshop auf diesem iPad drauf. Und das läuft relativ gut. Es gibt zwar ein paar schlechte Bewertungen im App Store, habe ich jetzt schon gesehen, aber man darf nicht vergessen, es ist ja noch ganz am Anfang die App und da gibt es bestimmt Stabilitätsverbesserungen. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Wobei, wie gesagt, und überlegt euch, was ihr für einen Computer bräuchtet, wenn ihr Photoshop gescheit verwenden wollt. Und hier habt ihr eine günstige Alternative. Und wenn ihr jetzt ein bisschen mehr Leistung haben wollt, könnt ihr euch jetzt zum Beispiel das iPad Air kaufen und nicht das, was ich jetzt habe. Ich meine, ich habe das ja letztes Jahr gekauft, das ist auch schon wieder ein bisschen her. Heute würde ich wahrscheinlich ein anderes iPad kaufen, weil ich letztes Jahr nicht gedacht hätte, dass ich das iPad so viel verwende, wie ich es tue. Und heute würde ich mir die Pro-Version auf jeden Fall kaufen. Aber aktuell fehlt mir das nötige Kleingeld dafür. Aber das ist jetzt auch nebensächlich. Wie gesagt, Photoshop auf dem iPad ist draußen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wer von euch sich mit Photoshop auskennt und wer vielleicht sogar da ja, in der Richtung gerade Videos macht oder sonst irgendwas oder auf irgendeinem anderen Kanal die präsentiert oder einen Blog hat oder so. Schreibt es einfach unten rein, würde mich mega freuen. Vielleicht lerne ich ja da was dabei. Aber wie gesagt, wenn ihr ein iPad habt, ladet euch da Photoshop mal aufs iPad, probiert es mal aus, nutzt den Apple Pencil dafür. Gibt kein besseres Tool, um Bilder, um Videos zu bearbeiten. Glaubt mir, der Apple Pencil ist einfach mega geil. Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kurze, knackige, naja, knackig, mittlerweile 7 Minuten wieder, dieses kurze Video, haha, übers iPad, übers Photoshop fürs iPad und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.